Also, ich bin Renate Krug, Delegierte der Sorbenwenden in der Linken. Liebe Delegierte, verehrte Gäste, so professionell wie meine Vorredner und ohne Ablesen von der Rede, vom Redemanuskript, so professionell kann ich nicht reden. Ich werde also nicht ganz so frei sprechen können. Ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf das kleinste westslawische Volk, das vornehmlich im Süden Brandenburgs beheimatet ist, auf die Sorbenwenden. Am 1. Juni 2014 trat das novellierte Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorbenwenden im Land Brandenburg in Kraft. Entsprechend diesem Gesetz wurde der fünfköpfige Rat für Angelegenheiten der Sorbenwenden beim Landtag gewählt. Als gegenwärtig dringlichste Aufgabe erachten es die Ratsmitglieder, die Stadtverordneten und Gemeindevertreter vieler Städte und Gemeinden in den Landkreisen LDS, OSL und SPN zu motivieren, für ihr Territorium den Antrag auf Zugehörigkeit zum angestammten sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet zu stellen. Nach § 3 Absatz 2 des Sorbengesetzes gelten als angestammtes Siedlungsgebiet, ich zitiere, diejenigen Gemeinden oder Gemeindeteile, in denen eine kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist. Wo seit vielen Jahren regelmäßiger und gut besuchter Sorbischunterricht angeboten wird, wie zum Beispiel in Leberose, dürfte das ein wichtiger Nachweis sein. Anderswo sind die vom Gesetzgeber geforderten Kriterien nicht auf den ersten Blick erkennbar. Deswegen führen die Ratsmitglieder gemeinsam mit sachkundigen Domowina-Vertretern vielfältige, intensive Gespräche, Vorträge mit auf den jeweiligen Ort zugeschnittenen Nachweismaterialien, mit interessierten Einwohnern und den gewählten Volksvertretern. Die gewählten Vertretungen bekommen vor den jeweiligen Veranstaltungen in ihrem Ort Mappen zugeschickt, die ihnen helfen können, sorbisch-wendische Spuren in Ortsgeschichte, Flur- und Geländenamen, Familiengeschichten, örtliche Feier- und Sprachbräuche zu erinnern, sich deren bewusst zu werden und, das ist letztlich das Ziel, diese Spuren ihrer reichen Geschichte und Kultur gemeinsam mit den Einwohnern erlebbar oder wiedererlebbar zu machen. Die Fachfrau beim Sorbenrat und der Domowina führt all diese Forschungsvorarbeiten, ist die Diplom-Ethnologin Ute Henschel vom Domowina Regionalverband Niederlausitz in Cottbus. Wenn ihr, liebe Delegierte und besonders liebe linke Kommunalpolitiker aus den Kreisen LDS, OSL und SPN die Gesprächsangebote zum Thema Zugehörigkeit zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet wahrnehmen möchtet, findet ihr die Kontaktadresse und auch die des Sorbenrates unter anderem im Brief von 13 Landtagsmitgliedern, parteiübergreifend, vom November 2015. Diese hatten sich namentlich unterzeichnet, die Stadtverordnetenversammlungen und an die Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen gewandt, mit vielen wichtigen Aussagen und Begründungen, meines Erachtens einleuchtenden, die für die Antragstellung zur Zugehörigkeit zum sorbischen Siedlungsgebiet sprechen. Eine Reihe Bedenken und finanzielle Vorbehalte werden entkräftet mit Verweis auf genaue Gesetzesregelungen. Natürlich muss der politische Wille gepaart mit Handlungsaktivität vorhanden sein, um das Gesetz zum Schutz unserer einzigartigen ethnischen Minderheit in Brandenburg, der Sorbenwenden, mit Leben zu erfüllen, zukunftsfähig auszugestalten. Ich bitte euch, liebe linke Delegierte
und Kommunalpolitiker ganz herzlich, unterstützt den Prozess der Antragstellung zur Zugehörigkeit zum sorbischen Siedlungsgebiet nach Kräften. Macht euch kundig. Sucht die Gesprächsangebote der genannten Fachleute und sagt bitte nicht, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Der Schutz und die Zukunftssicherung der sorbisch-wendischen Minderheit dürfte uns Linken wichtig genug sein. Ihre Vorfahren lebten seit 1500 Jahren in unseren Landen, wurden immer weiter zurückgedrängt, ihrer Siedlungen, Dörfer beraubt durch die Mehrheiten. Bis heute. Leider. Danke für eure Aufmerksamkeit.